Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zum Helm-Explosions-Simulator 2022 mit mir, dem kritischen Sie. In der letzten Folge mussten wir mal kurz unseren Helm patchen und jetzt müssen wir hier mal ganz schnell noch den Ding hier ausmachen. So, und den müssen wir noch zumachen hier. So, und der kann ja weiter kühlen, die können weiter kühlen, das ist mir egal. Ja, Jetpack ist low, ist mir egal. Ja, haben wir uns also unseren Helm auch schon wieder angeditscht. Na gut, dass ich noch ein bisschen Klebeband hatte, sonst wären wir wahrscheinlich gestorben. Naja, wir haben einen Lungenschaden, das ist schlecht. Das heißt, wir verbrauchen mehr Sauerstoff jetzt. Aber das ist mir im Prinzip auch egal. So eine Tablette habe ich, glaube ich, nicht mehr. Die habe ich, glaube ich, schon mal genommen. Oder ich weiß nicht, ob wir sie noch haben. Wir gucken mal, ob wir sie noch haben. Ob wir die alte Tablette noch haben. Aber ich glaube, ich habe die schon mal geschluckt, weil ich schon mal Lungenschaden hatte. Mhm. Ah, hier ist er nicht. Ja, wir haben keine. Okay, so, wie war das jetzt mit der Medizin? Wie stellen wir die her? Medical Analyzer, genau. Phil Medical, die brauchen wir. In der Chemistry Step. Bald. Alter, was? Phenoxyton wird aus Fern hergestellt. Okay. In der Chemiestation. Ach, naja, Mensch. Schiedrupp. Ja, machen wir später. Verbrauchen wir halt ein bisschen Sauerstoff. Sauerstoff ist nicht unser Problem. Sauerstoff haben wir hier noch. So. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen farmen, während wir da gewartet haben auf die Sonne. Auf das Gargantua-Dingens. Und dann ditschen wir uns wieder unseren Helm an. Sehr schön. Vielen lieben Dank für nichts. Okay, so. Wir gucken mal hier rein. 81 Molze. Jetzt haben wir 98%. Ja, was sagt der hier? Ja, 98%. Das heißt, 100% werden wir auf jeden Fall nicht hinkriegen. Also sagen wir mal, bei 98% soll er anfangen zu pusten und bei 99% soll er aufhören. Aber nur nachts. Nicht wahr? Okay, machen wir so. Also, dann sagen wir jetzt mal, Define. CO2 Low ist 0,98 und Define CO2 High ist 0,99. 99%? 98%. Theoretisch könnten wir 97% machen, aber ich weiß nicht, ob wir da noch genug in der Nacht ziehen. Ja? So, das können wir hier mal raus editieren. Das ist ja nur für uns. So, jetzt lesen wir die CO2-Ratio Carbon, dann lesen wir aus dem GS-Out. Quatsch, warte, wir müssen hier noch schnell eine Temp definieren. Alias Out Temp R1. So, lese in die Out Temp, also in die Variable Out Temp. Aus dem Gassensor out die Temperatur. Temperature. Wäre schön, wenn man einen Tabulator drücken könnte und der würde das dann autovervollständigen. Macht er aber nicht. So, jetzt müssen wir noch hier oben die Max-Temp und Min-Temp. Obwohl, Min-Temp brauchen wir eigentlich gar nicht. Lass mich mal ganz kurz kicken hier. Wo ist denn Gargantua hier? Wir müssen nämlich gleich CO2 von Hand zuppeln. Maximale Temperatur. Lass mich mal kurz überlegen. Wir haben gesagt, die maximale Temperatur sind, sagen wir mal, 200 Grad. Oder? 200 Grad? 200 Grad, das sind dann 473,15 und die Min-Temp haben wir gesagt, obwohl, naja, Max-Temp ist ja Quatsch eigentlich. Eigentlich brauchen wir ja keine Min-Temp. Wir sagen einfach, filtere nur, wenn du unterhalb dieser Temperatur bist. Dann brauchen wir ja keine Min-Temp eigentlich. Genau. So, und
Da müssen wir da eine Abhängigkeit von machen. Und zwar, wenn die CO2-Ratio. Ach so, ja, das ist jetzt wieder. Das ist ja wieder diese Doppelte-Moppelte-Geschichte, was ich wieder nicht kann. Wir müssen zwei Werte miteinander vergleichen und die müssen. Das ist lustig. Ich programmiere Maschinen. Ja? Das darf ich keinem erzählen eigentlich. Das darf ich echt gar keinem erzählen. Aber das ist tausendmal einfacher zu programmieren als das hier. Aber IC10 ist eigentlich gar nicht kompliziert. Okay, wir machen die zwei Dinge, die wir benötigen. Und zwar, ich nehme das mal hier raus, das irritiert mich. Okay, wir müssen erstmal ganz kurz hier gucken. Wir gucken mal nach den entsprechenden. Hier haben wir welche. Es gibt doch diese geilen Befehle S irgendwas. Die mochte ich immer. So. Wir machen mal SGT, Greater Than. Das Register wird 1. Also ne, wir müssen Lower Than machen. SLT. SLT. Oder SLE? Ne, SLT. Kleiner. Also das Register, sagen wir mal R2. Das ist jetzt unser Register, was wir dafür benutzen. SLT, Register 2, das wird 1, wenn a kleiner b. Also wenn a kleiner b. Also wenn die Ausgangstemperatur, also wenn Outtemp kleiner ist als SLT A kleiner B. Genau, wenn die kleiner als die Max-Temp ist. So, dann wird R2 1. Und dann können wir sagen, dann haben wir schon mal R1. Das heißt, wir haben schon mal die erste Bedingung. Der hat dann eine 1. Und dann, wenn SLT R3, wenn R3 das ist auch wieder ein Hilfsregister, auch dasselbe, Lower Than, wenn das die CO2-Ratio kleiner ist als Lower Than, als CO2-Low. Ja. Wir sagen das jetzt, wir machen das mit dem High, lassen wir mal, ja? Nur Low. Dann soll der auch 1 werden. Und dann machen wir R4, R3, R2. Das ist eine Unverknüpfung. Das heißt, R4 wird 1, wenn die beiden auch 1 sind. Ja, das heißt, so, und dann Z. Jetzt muss ich wieder gucken, weil ich immer nicht weiß, wie rum das ist. Auch wie bei Load, weiß ich das immer nicht. Und dann Z Filter on auf R4. Ja, also wenn R4 1 ist, dann geht der Filter an. Ansonsten nicht. So. Und dementsprechend, wir lassen das jetzt mal mit der High- und Low-Temperatur, CO2-Geschichte. Wir probieren erstmal, ob das so funktioniert. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Filter bleibt aus. Wir haben keine Fehlermeldung. Okay. Das heißt, wenn der jetzt runtergeht, die Temperatur, bei 130 Grad, nee, bei 200 Grad, glaube ich, müsste der Filter angehen. Oder? Was haben wir gesagt? 200 Grad? 200 Grad. Achso, er geht nicht an, weil wir wahrscheinlich noch nicht. Achso, ja, warte mal, das habe ich wieder rausgelöscht. Ach, ja. Okay, das müssen wir hier mal kurz gucken. Ja, Paolo, ist mir egal. Ting. CO2 Ratio. Confirm. Export. Gucken wir mal. Die ist jetzt auf 0,981 irgendwas. Also die muss erst auf 0,97 fallen. Sonst zieht er jetzt kein CO2. Das Problem ist, er zieht jetzt kein CO2, weil, ja, das ist doof. Ja, er macht es gleich wieder aus, ja. Genau. Okay, dann müssen wir den jetzt mal ausmachen. Müssen den nochmal anmachen. Müssen wir bei der nächsten Runde nochmal probieren. Weil ich muss jetzt erstmal CO2 reinbringen hier, in das ganze System. Damit wir testen können. Weil sonst sterben uns die Pflanzen, wenn es nicht geht. Das ist nämlich jetzt das Problem. Wir haben kein CO2 mehr. Wir haben aber noch 98% Dings, ne? Ratio. Und das ist das, was ich meine. Das ist Kacke.
Eigentlich müsste ich die Mols lesen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, der kann keine Mol lesen. Der kann, glaube ich, nur die. Mal, wir gucken mal. Aber ich meinte, der konnte das. Temperature. Pressure. Ratio Volatiles, Nitrogen. Combustion. Na, Combustion haben wir ja nicht. Briefepech ist auch okay. Pollutant. Also, Jetzt gucken wir nochmal bei dem Pipe Analyzer. Ich glaube, der Pipe Analyzer muss das können. Total Moles. Returns the total moles of the device. Total Moles bringt mir ja nichts. Weil die Total Moles sagen ja nichts aus. Ich meine, doch, eigentlich schon. Doch. Eigentlich sagen die schon was aus. Weil. Das können wir so machen. Ja, das können wir so machen. Weil. Wenn ich jetzt mal mir die Moles angucke, die rechne ich jetzt mal aus zusammen, rechnen wir mal ganz grob. Dann haben wir jetzt 70 CO2, ein CO2, also wir haben 71. Plus den Scheiß, der da noch drin ist. Ja, sagen wir 72. Das heißt, wir haben 72 Mol. Wenn wir sagen, 72 Mol sind in dem Rohr, das können wir mal ausprobieren. Wir können das mal ausprobieren. Wir könnten... Ach, es ist schon wieder Stormy Daniels hier. Wir machen das mal. Wir probieren das mal aus. Und zwar brauche ich... einen Passive End. Und ich brauche einen Liquid, einen Gas Analyzer, den wir jetzt wahrscheinlich bauen können. Elektro. Oh, scheiße. Elektro war hier drin. Ja. Zum Glück kommt das ja mit zuerst raus. Da ist es. Elektro. Jetzt bauen wir mal hier irgendwo, wo es uns nicht stört, hier bauen wir mal, ne, da ist eigentlich blöd. Voll blöd, ich wollte den ausmachen, ich habe es nicht hingekriegt, den auszumachen. Voll blöd. So, hier kommt jetzt der Pipe Analyzer hin. Und da kommt jetzt ein Rohr durch. Und da kommt jetzt ein Dings dran. Und wenn ich den jetzt anmache, müsste der mir theoretisch sagen, was hier drin los ist. Genau. Der sagt mir, wir haben so und so viel Mol. Insgesamt. Und theoretisch könnten wir den jetzt so einstellen, dass wir sagen, sorge dafür, dass in diesem Raum immer 200 Mol sind. Ich glaube, das ist so. Wir probieren das aus. Wir beschriften das Ding mal. Beschriften. Beschriften Sie bitte. Ja, das müsste gehen. Beschriften. Das ist der Pipe Analyzer CO2. Boom. So, und theoretisch müssten wir jetzt das Ganze hier ändern. Ja, wir ziehen auf jeden Fall 276 Grad. Ja, das ist okay. Oh, wir haben 41 Grad hier drin. Eieieiei. Warum? Ach, weil ich hier drauf stehe. Oh, ich bin so blöd, ey. Natürlich haben wir 41 Grad. So. Kriegen wir hin. So, dann ist das nicht der GS, der Gassensor, sondern das ist der Pipe Analyzer. Boom. Und wir lesen aus dem Pipe Analyzer Room, lesen wir nicht die Ratio Carbon Dioxide, sondern wir lesen Total Moles. Total Moles. So. Und jetzt möchte ich mir hier mal, ach so, scheiße, CO2 Ratio, heißt es jetzt noch, muss es natürlich anders heißen, das heißt dann Total Moles. CO2 Ratio ändern wir mal in Total Mole. Achso, das muss er ja hier auch reinschreiben, klar. Total Mole. Entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt immer im Englischen schreibe, aber das ist eben so, wie ich das mache. So. Und das hier unten mit SLT, das können wir vergessen. Das müssen wir gleich nochmal anders machen. Weil
Die Turtle Molls und so, die müssen mehr denn. Bla bla bla. Ich will jetzt erstmal wissen, was er mir jetzt hier rausgibt. Er zeigt mir keine Total Molds an. Zeile 11 ist der Fehler. Achso. Naja, klar, ich habe mir ja noch nicht angeschlossen. Das ist richtig. Den müssen wir jetzt erstmal noch anschließen. Filter haben wir. PR Room, genau. So, gucken wir mal. Wie habe ich das Ding genannt? PA. Ja, da müssen wir wahrscheinlich rückwärts machen, aber schneller. War er da nicht gerade? Ja, rum, da ist er. Und was gibt er jetzt? 1,8. Das sind die Total Moles. 1,8. Warum hat denn der immer noch einen Fehler in... Hat er nicht mehr, okay. 1,8. Was heißt denn jetzt 1,8 Total Moles? Was heißt 1,8? Ich kann mit dem Wert nichts anfangen. 180 könnte das heißen. 180 Mol sind da. Also 1 plus 70 plus den Rest sind vielleicht, ich weiß es nicht. Was ist dieser Wert? 1,8. 1,7. Ja, muss ja abnehmen, weil die Jungs ja hier CO2 verbrauchen. So, wenn ich jetzt das Ding hier anreiße. Ach, der geht nicht, weil der den ausmacht, ja. Ach ja, warte mal, wir müssen ja mal Trick 17 hier machen. So, machen wir hier den hier mal weg, ja. So, wir müssen mal... Das Ganze mal rausnehmen, das Ganze mal rausnehmen, das Ganze mal rausnehmen. Confirm Export. Und jetzt müsste ich den auch wieder anschalten können da draußen. Ist wieder an. So, jetzt müsste ja der Wert von den Total Moles, der müsste ja jetzt hochgehen. Er geht hoch. 1,76. Okay, er geht hoch. Ja, ich weiß nicht, wie sie das berechnen, was das sein soll. Also ich weiß nicht, aus was sich diese Zahl zusammensetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach alle irgendwie addiert werden oder so, aber das ergibt ja auch nicht 170. Also weil 1 Mol plus 70 Mol sind ja nicht 170. Oder 1,7. Das kann ich nicht sagen. Total Moles. Aber das reicht uns ja schon. Das reicht uns ja. Wir können ja... wir können ja gucken, auf was dieser Wert dann steigt, wenn wir hier in diesem Raum genug Moles haben. Aber da steht 1,8. Das müsste da aber eigentlich 1,8 sein, oder? Total Moles. Hier ist ja noch schlimmer. Hier ist ja gar nichts zu sehen hier, hä? Warum ist denn hier in dem Rohr nichts zu sehen? Hä? Verstehe ich nicht. Warum sind hier nur... Achso, weil wir nur 2 Mol haben? Warum haben wir hier nur 2 Mol drin? Das kann doch gar nicht sein. Daher kommt das 1,8 wahrscheinlich zustande. Aber wieso habe ich an diesem Ding nur 2 Mol? Erklär mir das mal. Das ist doch ein Passive Vent. Das ist doch hier in der Atmosphäre drin. Ach, das funktioniert einfach nicht, was ich hier vorhabe. 1,825... Wieso zeigt der so einen Scheiß an hier? Verstehe ich nicht. Er zeigt die Temperatur an, er zeigt den Druck an. Aber der Druck ist 23 kPa, verstehe ich. Die Temperatur ist 310 Kelvin, ja, 36 Grad. Verstehe ich. Aber warum zeigt er mir nur 2 Mol Carbondioxid an? Es sind mehr als 2 Mol im Raum. Und zwar, um genau zu sein, 72. Hier, wenn ich hier hinhalte, sind es tatsächlich nur 2. Warum sind hier nur 2 Mol? Ich muss das nicht verstehen, oder? Wie will ich denn so eine Atmosphäre in so einem Raum einstellen, wenn ich ja nicht weiß, wie ich die Mols berechnen soll? Ja, der zeigt da hier was völlig anderes an. Vielleicht muss auf der anderen Seite auch noch ein Passive Vent drin. Das kann natürlich sein. Wir probieren das mal aus. Ich habe das noch nie ausprobiert. So. Ich habe noch nie Total Mols gemessen. Das jetzt das erste Mal. So. Vielleicht muss der ja hier tatsächlich noch was dran haben. Gucken wir mal. Jetzt hängt er 3 Mol an. Sehr schön.
ja tot, ey. Dreimal. Ja, das steht der Wert auch gleich auf 2,7. Oh Mann. Was ist denn das? Warum kann ich denn einen Pipe Analyzer so nicht messen? Die Frage ist ja die nächste. Kann ich... Der kann keine Total Moles rechnen, oder? Nee, der kann keine Total Moles. Wir probieren das mal, ob der das kann. Und zwar... Da nehmen wir jetzt mal den... Nicht den PA Room. Achso, das hatten wir ja gerade schon probiert. Das ging ja nicht, weil er den nicht gefunden hat, ja. Okay, mir fällt jetzt noch eine Sache ein, die wir machen könnten. Um jetzt mal zu gucken, ob das funktioniert. Einfach nur Proof of Concept, ja. Und zwar klauen wir uns jetzt hier mit den Active Vent. Wir machen das einfach mal. Nee, damit kriegen wir den nicht ab. Wir müssen das hier nehmen. Proof of Concept. Jetzt wird hier wahrscheinlich alles durch die Gegend fliegen, aber ist mir egal. Ich will jetzt wissen, ob der weiß, wie viel Mol in diesem Raum sind. Aber das kann doch nicht mit einem. Kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit ein Active Vent laufen lassen muss, damit der weiß, wie viel Mol hier in dem Raum sind. So, jetzt gucken wir mal. Ist er das? 4 Mol. Ist er immer noch nicht. 7 Mol. Ist er immer noch nicht. 7 Mol. Aha. 8 Mol. Steht jetzt hier 8? Ja, 7,7. Ja, aber das sind doch keine 7 Mol Sauerstoff. CO2. Das sind doch viel mehr. 27. Also ja, in diesem Kasten sind 27 Mol, ja? 70 Mol. In diesem Kasten sind 8 Mol. Ja klar. Das ist das, was der misst. In diesem Kasten sind 8 Mol. Das stimmt. Aber warum sind in diesem Kasten nur 8 Mol? Ja klar, weil der hat die jetzt gerade aus dem Kasten rausgezogen. Aber in diesem, hier wo ich jetzt stehe, in diesem Kasten sind 73 Mol. Und er zeigt mir irgendwas anderes an. 3,7. Der Wert geht runter. Okay. Dann kann ich das so nicht machen. Aber wie sorge ich denn dafür, dass ich jetzt hier eine CO2-Atmosphäre hinkriege? Ganz einfach. Wir machen es ganz einfach. Wir machen es ganz einfach. Und ich werde es euch auch zeigen. Ich habe mich nämlich jetzt gerade in meinem kleinen Köpfchen entschieden, wie ich es machen werde. Dazu werde ich jetzt erstmal schnell hier alles wieder wegbauen. Den werden wir ja später sowieso noch brauchen. Ach, da brauchen wir ja wieder ein Knüppelchen hier. Genau, Chrissy, Alter. Genau. Oh. Oh. Machst du halt hier die Atmosphäre kaputt, ne? Indem du hier alles auseinanderbaust. Ja, kannst du ja auch machen. Geht auch. So, jetzt hast du hier richtig Spaß drin. Jetzt hast du 200 Grad hier drin. Jawohl. Jawohl. Jetzt heult der natürlich hier rum, weil er nichts mehr findet. Ist mir egal. Dann machen wir den hier aus hier. Was soll das denn? Ja, das war's. Das war's. Dagofern komplett zerstört. Ja, naja, so ist das, ne? Dann, müssen wir halt nochmal neu anpflanzen. Ist ja kein Problem. Kriegen wir hin. Die sind natürlich jetzt gestorben, die Jungs hier. Bei 200 Grad. Das ist das, was ich meine. Du machst einen Schritt und alles ist kaputt. Aber nicht schlimm. Wir haben hier noch Dagafarnis. Jetzt kann der hier ein bisschen kühlen und dann ist auch das Wasser wieder in Ordnung und dann werden wir wieder neuen Dagafarn pflanzen. Dann können die Pflänzchen wieder wachsen. 100 Grad hat das Wasser. Nur ja, ist ja ordentlich, würde ich sagen. Ja, ich wollte hier nur was wegbauen und ja, hab nicht richtig hingeguckt und schon. Und schon geht das nicht mehr. So. Das haben wir. Dann müssen wir jetzt mal warten, bis der hier fertig ist und dann können wir neue Dings in hier. Können wir neue.
Pflanzchen. Neue Pflanzchen. So. Haben wir gut gemacht, ne? Jawohl, ja. Hammer. So, das können wir da mal wieder in den Ofen stecken hier. Das muss ja nicht hier draußen rumliegen. Wo ist hier mein Tablet? Tablet. Gucken wir mal. 84 Grad. Jo, alles klar. 159 Grad. Ching, Shang, Shong. So, jetzt haben wir hier wahrscheinlich auch wieder wunderschöne Sachen drin, nämlich X. Und das ist richtig schlecht. Und H2 haben wir drin. Das ist auch schlecht. Also, dann gucken wir mal. Wir hatten wir nicht so einen mobilen Scrubber? Ach, den habe ich, glaube ich, irgendwie geschreddert, weggeschmissen. Irgendwas habe ich damit gemacht. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Na okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wenn wir jetzt sowieso gerade keine Pflänzchen drin haben, machen wir folgendes. Wir machen hier mal aus. Achso, ja, warte, wir müssen den erst ausmachen. So, wir machen mal was den hier aus. Aus. Wir haben sowieso keine Pflanzen gerade hier drin. Das heißt, wir werden jetzt den Raum komplett vakuumieren. Das werden wir jetzt machen. Dann geht uns zwar das CO2 verloren, aber ist mir egal. Und zwar pusten wir das Ganze da rein. Wir müssen sowieso die Schadgase hier rauskriegen. Und scheiß auf das CO2. Ist mir egal. Weil ich wollte die Schadgase ja sowieso raus haben schon mal. Und der geht doch gleich unter, das heißt, wir können dann gleich wieder CO2 reinbringen hier. Reines CO2. Ich wollte die Schadgase sowieso alle schon mal draußen haben. Ja, naja. Okay, ne? Dann ist das so. Gucken wir mal, die Dagas hier drinnen, denen geht's noch gut. Ja, die haben kein Ablaufdatum, das ist sehr schön. Super auch nicht. Auch schön. So. Dann müssen wir hier unser Wasser auf jeden Fall noch kühlen. Das wird jetzt natürlich nicht gekühlt, weil wir natürlich keine Atmosphäre im Raum haben, die die Wärme transportieren könnte. Das haben sie ja geändert, das gibt es nicht mehr. Aber ich wollte ja sowieso mal den Raum evakuieren, um einfach mal die Schadgase rauszukriegen. Na, dann machen wir das mal. Gut, ich tüdel mal die Gase raus und ihr könnt schon mal abschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss, euer Chris.